Moin. Kurzes Video zu den Shockends bei den Stoßdämpfern. Da gibt es eine lange Version. Die hatte ich mir bestellt, weil einer gebrochen war. Jetzt ist die Frage, lange Version wirklich bestellen oder doch die normale? Die lange Version ist wirklich, ja, man sieht das. Ich habe die Stoßdämpfer komplett hochgedreht und trotzdem steht der oben. Das heißt, also die Länge macht schon wahnsinnig viel aus. Normalerweise sollte er so stehen. Das funktioniert jetzt so nicht mehr. Da kann man jetzt Vor- und Nachteile sehen. Der Kronos haut immer sehr stark durch, wenn er auf den Boden klatscht. Da sehe ich vielleicht einen Vorteil, denn wenn er jetzt einfedert, bis hier ungefähr geht das ganz normal und dann hat man wirklich noch mal einen richtigen Druckpunkt, damit er überhaupt durchfedert. Ne? Das heißt also, wir haben da vielleicht einen kleinen Vorteil in der Federung. Nachteil ist halt, er steht halt sehr weit oben. Wieder Vorteil, mehr Bodenfreiheit. Nachteil, weniger Ausfederweg. Aber er fährt sich so gut auch im Gelände. Muss man halt wirklich überlegen, ob man jetzt die normale oder die Langversion nimmt. Die Shock 1 kommen im Viererpack, kosten keine 10 Euro. Also hinten auch eingebaut. Hinten ist jetzt nicht so krass der Unterschied. Man sieht auch, er steht ja relativ weit oben. Aber wir haben das mit dem Einfedern, mit diesem Druckpunkt nicht. Also der geht ganz normal durch. Also ihr müsst euch selber überlegen, welchen ihr nehmt, wenn mal einer kaputt geht. Normaler. Oder langer. Funktioniert beides. Jo, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.